ich habe mich natürlich gefreut. Ich saß vor dem Fernseher, muss ich ganz ehrlich sagen, ich saß vor dem Fernseher und habe das im Fernsehen live erlebt, wie die Leute sich gefreut haben, wie die über die Mauer gesprungen sind. Also das war schon Dynamik. Ja, da war ich 45, so glaube 45, 46. Man hat es ja schon vorauskommen sehen eigentlich. Ne? Angefangen hat es ja damit, dass die Botschaften aufgemacht haben für die Leute, und als die Mauer gefallen ist, muss ich sagen, da habe ich Tränen in den Augen gehabt. Ich hatte in der Zeit, anders als die Politiker, die immer von Wiedervereinigungen gesprochen haben, ich persönlich muss sagen, habe in dieser Zeit nicht daran geglaubt. Das war sowas, die Mauer war da und das war fest und das war Gesetz, und ich habe es damals auch immer wirklich für weltfremd gehalten, über Wiedervereinigung zu sprechen. Da hieß es dann auf einmal, mitten beim Essen in Berlin ist die Mauer gefallen. Und alles war da, das Lokal war voll. Und in dem Moment sind mir praktisch die Gabel und das Messer aus der Hand gefallen, weil ich, von uns hat ja niemand mehr, also von uns Westberliner hat ja niemand mehr geglaubt, dass es überhaupt noch mal so weit kommt, dass die Grenze fallen würde. Und das war eigentlich der schönste Tag da, denn ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch in Westberlin gewohnt, und das war für uns also wie ein Sechser im Lotto. Ja, es war Erleichterung. Man hat sich gefreut. Ich habe geheult. Das war also allein das zu sehen, wie die Leute, die das kaum glauben konnten, die nachts in Berlin da an die Grenze gingen, und die Polizisten wussten noch gar nicht, weil die das nicht gehört hatten, was der gesagt hatte in seiner Pressekonferenz, wie die erfreut waren und wie die in Tränen ausbrachen, aus dem Gefängnis auf einmal rauslaufen zu können, und keiner tat ihnen mehr was. Ich fand das unheimlich gut. Ne? Sehr ergreifend. Die ersten aus der DDR, die kamen ja schon rübergefahren. Und was ich noch so erlebt habe, ist, dass man sich so gegenseitig beäugt hat. Und zwar von Auto zu Auto. Also man ist dann auf der Autobahn gefahren, beispielsweise von Bremen nach Hannover. Und dann hat man da vorne so einen Wartburg gesehen und hat mir erstmal Gas gegeben, hat da reingeguckt. Und die haben bei uns reingeguckt. Und das war so ein gegenseitiges Beobachten und Abtasten. Was sind das eigentlich für welche? Nachts habe ich noch ganz viel mit Berliner Freunden telefoniert. Und die haben erzählt, es wäre der Hammer. Also, sie wären alle irgendwie an der Mauer gewesen, und das könnte man sich nicht vorstellen, dass die Leute da jetzt auch anfangen, diese Mauer irgendwie einzubrechen, und man kann einfach, und noch Wochen vorher ist gerade einer erschossen worden. Also das geht doch gar nicht. Also unbegreifliche Dinge. Wir hatten ja im Fernsehen also den Abend vorher gesehen, was da los war in Berlin und dass die Mauer gefallen war. Ich konnte es gar nicht glauben. Und dann am nächsten Morgen, das war das Kuriose, ich hatte damals einen alten Mercedes W128, 200 Diesel, und mit dem fahre ich dann also ganz allein auf dem Messeschnellweg, und dann kam mir also ja so eine ganze Schwadron Trabis entgegen, qualmten fürchterlich. Und diese kleinen Autos waren besetzt, also mit vier Leuten. Ich konnte es gar nicht glauben, dass das da alles reinging. Nicht? Und ich kam mir so seltsam vor, weil ich mit meinem recht großen Fahrzeug dann völlig allein da drin und mit einem üppigen Platzangebot, und dann diese armen Menschen aus dem Osten mit ihren Trabis und völlig überladen. Naja, dann da einherfuhren. Nicht? Also ich traf die dann auch wieder, wie so viele, die es damals erlebt haben. Die Trabis verstopften die ganze Innenstadt von Hannover und standen überall rum. War ganz lustig, habe ich mir auch gemerkt. Also zu diesem Zeitpunkt habe ich zwar das mitbekommen und war in Westdeutschland, in Aachen unten, und habe Geburtstag gefeiert. Nicht mein Geburtstag, aber ein Geburtstag. Und somit habe ich erstmal gar nichts mitbekommen, und dann war mir das auch egal. Gefreut hat man sich darüber, das ist ganz klar. Aber durch meine Verletzung und so weiter, ja, habe ich das nicht ganz so vernommen, wie es vielleicht sein sollte. Und da war natürlich total Trubel und ganz viel los und unglaublich viele Autos und
Ja, die ganzen Trabis dann in Braunschweig war natürlich auch irgendwie eine witzige Sache irgendwie, ne? Vorher hat man keine Trabis gesehen, eigentlich nie. Es war ja November der Mauerfall und dann war relativ schnell, 2-3 Wochen später, war Weihnachtsmarkt in Braunschweig. Und dann haben die ganzen Kinder, die dann aus der DDR kamen, haben dann halt Freifahrten für die Karussells gekriegt und so weiter. Das war irgendwie ganz lustig.